Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Factorio Bob's Angels Mods, wo ich glaube ich noch die Musik anstellen muss. Jo. Weil ich ja letzte Folge noch ein bisschen rumgegurkt bin, hab noch ein bisschen aufgeräumt, hab noch ein bisschen erkundet, also weiter aufgeräumt, weggeräumt. Das hier, ja, werde ich wahrscheinlich auch bald machen. Oh! Hurra! Hurra für Laser Turrets! Ah, so cool. Ja, da werde ich noch ein bisschen mehr rumgucken. Da gibt's Öl. Öl. Ja, Öl. Können wir ja bald gebrauchen, wahrscheinlich. Noch mehr davon. Denn das wird ja auch nicht ewig lange halten hier. Aber Öl produzieren wir erstmal. Nur eine Sache habe ich schon gesehen, brauchen wir noch mehr. Ich gucke, gerade wenn ich aufhöre zu spielen, fahre ich gerne nochmal hier hin, um zu gucken, wie weit die Uransammlung ist. Wir haben jetzt 25 von 40, 200, Uran 235, glaube ich, war das. Ich bringe es immer noch durcheinander. Gerade eben habe ich nochmal, weil ich jetzt eine Weile nicht gespielt habe, über die Karte rüber gescannt und geguckt, wo hapert es vielleicht gerade. Es hapert gerade bei der Stahlproduktion, und zwar weil, ist das Nickel? Ich glaube, weil das Nickel hier nicht schnell genug produziert wird. Ich glaube, dafür habe ich auch eine ganz schnelle Lösung. Wir brauchen einfach Fast Inserter, dann müsste es schneller gehen, weil ich glaube, der Engpass ist tatsächlich hier dieser Inserter, der... Oh nein. Tatsächlich nicht. Okay, dann habe ich mich... Ja, jetzt ist... Ich habe nur kurz drauf geguckt und dachte, er nimmt von dem Förderband, aber er nimmt von einem anderen Förderband. Okay. Nickel, ja? Genau, dann machen wir hier sowas ähnliches. Wir haben ja hier diesen, diesen riesen Puffer mal gebaut, weil das Ding komplett voll war. Das ändert sich ja ganz langsam, weil wir endlich Sachen verbrauchen. Nein. Und ich würde sagen, wir machen das so. Wir machen im Prinzip genau das gleiche wie hier mit dem Gold, nur halt mit Nickel. Nickel. Da müsste hier, genau. Weil wir haben noch 21.000 Nickel. Die sind nur halt gerade nicht verfügbar. Aber jetzt müsste es ein bisschen schneller gehen. Jetzt kann ich, mache ich trotzdem nochmal hier einen Fast-Inserter hin. Gucken wir mal, ob das jetzt ein bisschen schneller geht. Weil einfach da nicht genug Nickel da ist für die Stahlproduktion. Und das ist mir gerade auch wieder aufgefallen. Wie sieht es eigentlich aus mit Steinen? Steine waren jetzt ja auch eine Zeit lang ein Problemchen. Hier müssen wir, muss ich auch bald mal ran. Steine. Rohre sind soweit da. Mauern habe ich, glaube ich, auf 1000 beschränkt irgendwann zwischendurch mal. Ich glaube sogar auf Kamera. Wir haben aber gerade keine Reserven mehr. Ja, wir produzieren einfach ziemlich wenig Steine. Und wir haben wieder Schienenverbrauch zwischendurch, was gefährlich ist. Ja. Aber es wird schon alles. Meine Güte, wir haben 140.000 Mangan. Das Ding ist fast voll. Anyway, was machen wir heute? Gute Frage. An sich hatte ich gehofft, dass Nuclear Fuel Reprocessing bald fertig wird, aber dafür brauchen wir tatsächlich Steine, wie mir gerade einfällt, weil, weil wir die Steine für die Brennöfen brauchen, die wir für die Production Science Packs brauchen. Ich werde dieses Ding dementsprechend mal eben ein bisschen umbauen, sodass wir Steine mal ins System schleusen. Kann man die Steine brauchen? Ach so, hier. Für Landfill verbrauchen wir noch so sau viel Steine. Wahrscheinlich so ein Drittel? Nee, schon, ich würde sagen die Hälfte, ne? Ja, mindestens ein Drittel davon. Ich könnte den noch ein bisschen weiter limitieren, indem wir hier sagen, Stack Size soll 1 sein. Dann nimmt er sich, glaube ich, wirklich nur jedes Dritte raus, ja. Jetzt geht nur ein Drittel für die Landfill-Produktion drauf, die wir jetzt konkret, also wirklich konkret jetzt nicht brauchen. Später werden wir sie brauchen, aber naja.
28. Ja. Mauern sind ziemlich teuer, wenn man drüber nachdenkt. Ich könnte natürlich auf Mauern aus Beton umsteigen mal. Dann würde sich das Problem nämlich auch mal lösen. Reinforced Wall. Concrete Wall. Braucht aber auch immer noch Stone Bricks. Das ist ja doof. Ich hatte gehofft, dass Bobsmod die dann aus echtem Concrete macht. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Na, kann man auch nur so herstellen. Schade, schade, Schokolade. Können wir vielleicht Concrete statt Steinen noch irgendwo verwenden? Hier nicht. Da muss ich jetzt zweimal gucken, weil wir zwei unterschiedliche Concrete, also wir haben ja auch die Concrete Bricks hier. Die sind ja ein bisschen was anderes. Nee. Das ist doof. Das ist wirklich nicht so schön. Na gut. Wir forschen jetzt immerhin ein bisschen. Ich überlege. Ja, dass man nicht aus anderem Material bauen kann, das ist echt doof. Wenn man nicht so viel von dem Zeug braucht. Naja, man müsste jetzt die Forschung langsam wieder angestoßen werden. Die Steine werden ja jetzt mit Robots zur Production Science Pack Produktion gebracht und von dort dann. Da werden dann. Die Production Science Packs werden dann zum Beispiel für das Nuclear Fuel Reprocessing Forschung gebraucht. Nickelproduktion könnte tatsächlich schneller sein, wie es aussieht. Ich glaube, wir verbrauchen den ganzen Stahl, den wir hier in die Fabrik pumpen, sogar komplett. Muss ich mal gucken, ob ich da noch was machen kann. Das ist alles Kleinzeug, aber ich warte jetzt halt so ein bisschen darauf, dass das Nuclear Fuel Reprocessing fertig wird und danach werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter killen zwischen den Folgen wieder und dann könnte man sogar überlegen, habe ich auch so den Alt gedrückt? Könnte ich tatsächlich überlegen, ob ich hier noch einen Außenposten baue für dieses ganze Öl. Dann würde ich vielleicht sogar hier eine komplette Schleife machen, also hier die Zugstrecke runterführen, weil da muss der Zug halt nicht hier, obwohl das ginge eigentlich, das wäre nicht so schlimm. Hier anfangen, hier einmal durchfahren, ja, boah, das ist schon doof. Einmal hier die lange Strecke rum, hier halten, da Öl abpumpen und das dann hier hinbringen und dann wieder die ganze Strecke hier rum. Ist ein bisschen doof. Ist ein bisschen doof. Wo hapert's? Output. Ich würde sagen, Output. Wenn ich mir das so angucke. So. Ach, schön, dass dann immer so eine Welle aus Nickel herauskommt. Ich glaube, hier ist dann allerdings das Problem, dass wir mit einem Stack-Inserter arbeiten könnten und hier auch. Und schon ist die Nickelproduktion ein bisschen schneller. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt kriegen wir nicht schnell genug Kathoden. Jede Menge Schwefelsäure verbrauchen wir dafür. Muss mal gucken, haben wir davon genug? Das wäre eigentlich mal eine gute Frage. Fluids, 10 Minutes. Sulfuric Acid, Sulfuric Acid. Wir produzieren weniger, als wir verbrauchen tatsächlich. Vielleicht können wir das mal machen. Einfach Schwefelsäureproduktion absurd in die Höhe schießen lassen. An sich ist Schwefelsäure ja nicht schwierig. Wir haben mehr als genug Schwefel und naja, ansonsten brauchen wir noch Wasser. Zugegeben gereinigt das Wasser, aber das Ding hat auch permanent zu tun, tatsächlich. Dieses 2:1 Verhältnis ist, glaube ich, auch genau richtig. Obwohl, wir produzieren ja Schwefeldioxidgas auch als Abfallprodukt noch an ein, zwei Stellen. Also
Also ich könnte mit 3 Chemical Plants. Ne, ich brauche ja eigentlich noch. Ne, ich. Ach, hier brauche ich noch Chemical Plants Mark 2. Hm. Da man die Luft ja auch noch säubern muss. Also ich bräuchte 5 Chemical Plants. Erstmal normale. Das ist erstmal so. Die hier. Dann brauche ich noch, mache ich 2 dazu, davon zu Chemical Plant Mark 2. Ein Flash Stack. Ein paar Airfilter. Für die Stonebreaks brauche ich. Oh, Wunder. So ein Mist. Stone, Stone, Stone. Ach, Mann. Da. Nein, nicht 410. 100. Hab ich auf den Ziffernblock geguckt. So, dann werden wir auch hoffentlich genug. Hier ist zum Beispiel. Ja, das reicht schon nicht ganz mit der. Die Airfilter sind nicht schnell genug. Hm. Können wir vielleicht noch bessere Airfilter schnell reinklemmen? Bessere gibt's gar nicht, oder? Doch. Nee. Airfilter Mark 2. Bessere Airfilter gibt's nicht. Das ist ein bisschen traurig. Claybricks habe ich noch ein paar. Ja, ein paar ist gut. Fast 1000. Bin ich im Logistiknetzwerk? Jetzt. Ja, jetzt bin ich im Netzwerk. Erstmal einen Schluck Tee. Upsala. Dann wird alles besser. Purified Water muss ich dann auch mal gucken, ob wir davon genug haben. Und vielleicht müsste ich auch mal die Hydro Plant hier ein bisschen aufrüsten. Ne, das ist falsch hier. Water Treatment, ne? Kann man noch bessere Hydro Plants bauen? Hydro. Water Treatment 3. Haben wir schon. Water Treatment 4. Ne, Salination Plant. Bessere Dingsbums kriegt man nicht. Ist ein Water Treatment Plant? Ne, Hydro Plant, okay. Mhm. Da bräuchte ich Aluminium und Brass. Hol ich mir auch mal schnell. Genau, vielleicht mache ich das jetzt einfach ein bisschen Abwasseraufbereitung. Einerseits, mit noch mehr Schwefel können wir eigentlich nicht viel anfangen. Aber wir produzieren da ja auch die Algen raus, die tatsächlich ganz nützlich sind. Ich habe ein bisschen zu viele Construction Bots dabei. Uran, da ist ein Uran rausgekommen. Ich fasse es nicht. Es passiert nur alle Jubeljahre. Oh, jetzt ist, glaube ich, fast das Kobalt zu langsam. Und wir verschlingen echt haufenweise Stahl. Krass. Übrigens, Klopferholz, ich habe jetzt noch keinen Ruckler erlebt. Ich habe zwischendurch tatsächlich mal meinen Rechner innen sauber gemacht. Vielleicht war es einfach nur ein Hitzeproblem, das dann die CPU runtergeschaltet hat. Ich habe dann eine Menge Staub rausgeholt. Ja. Also es war tatsächlich so schlimm, dass meine Grafikkarte, glaube ich, überhitzt hat. Wenn ich ein bisschen grafikintensivere Spiele gespielt habe. Piep. Grafikkartentreiber ist abgestürzt und musste neu gestartet werden. Es ist eine Freude, diese Nachricht zu lesen. Das ist Bronze, ne? Das ist nicht Brass. Das ist ein Brass. Mit Bronze machen wir auch nicht viel. Ah doch, ist Brass. Okay. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Ah, interessant, dass er die Limitierung auch beachtet, wenn man mit Steuerung klickt. Interessant, aber auch irgendwie doof. So, ich wollte nur ein bisschen was.
Genau, dafür brauche ich jetzt viel mehr Stonebreaks. Cool. Oder auch nicht. So, noch alles okay? Sieht gerade so wenig aus. Hier muss ich, glaube ich, mal ein bisschen umschichten. Und dann brauchen wir womöglich bald sogar noch ein Stereotide-Vorkommen. Weil das haben wir jetzt schon ziemlich gut leer gezutschelt. Ja, 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 ja. Also noch reicht's. Aber nicht mehr lange. So viele Steine. Und irgendwie trotzdem nicht genug. Was seltsam ist. Dann hat man in Factorio mal nicht genug Steine. Mir fehlen einfach Stonebricks. Ich helfe mal ein bisschen mit. Hab ich eigentlich... Da liegen doch bestimmt noch haufenweise Steine im Logistiknetzwerk, oder? Wir haben sehr viel Concrete im Logistiknetzwerk. Oder habe ich dafür eine Kiste gebaut? Die das hier ins System reinschleust. Ah ja, habe ich. Okay, cool. Das heißt, ich kann jetzt auch weniger faul sein und das hier einfach mal so in die Kiste legen. Aber man könnte zum Beispiel auch überlegen, ob ich nicht ein paar Steine suche und die mit den Construction Bots abreiße. Dann können wir uns nämlich auch ein bisschen Steine noch einverleiben und ich muss sie später nicht abreißen von Hand. Weil das sind schon ein paar hundert Steine. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man sich so ein paar Steinhaufen sammelt. Und die Bots können das ja ziemlich schnell. Wir müssen ja nur hinfliegen, das Ding abreißen und dann die Steine wegtragen. Das ist schon ganz nett. Hier ist nichts. Was Bäume, keine Steine. Bäume sind keine Steine. Das muss man erstmal lernen, aber es ist. Irgendwann hat man es dann drauf. Weniger als erhofft. So häufig, wie ich über Steine stolpere oder mit dem Panzer reinfahre und dann stecken bleibe und von Beitern angegriffen werde, möchte ich meinen, dass da doch mehr Steine sein sollten. Diese unverteidigte Mauer ist auch immer noch schön. Okay. Okay, wunderbar. Dann machen wir erstmal die Airfilter hier. Und danach kann ich halt die Hydroplantchen. Also ich würde hier gerne noch mindestens eine zweite Hydroplant bauen, weil wir aktuell halt sehr viel Sulfuric Wastewater zerstören im Prinzip. Vernichten. Wir schmeißen das ja alles hier in die Clarifier rein. Ist so ein... Ja, könnte besser sein. Ist halt nicht ökonomisch irgendwie. Das ist halt... Andererseits, ja, was soll man mit so viel Schwefel machen, ne? So, ich würde zum Beispiel sagen, wir machen das ganz, ganz dumm und simpel. Ich klemme die hier ran. Hup. Steuerung? Nee, Umschalt? Umschalt. Ja, wie gesagt, ist ein paar Tage her, seit ich gespielt habe. So, und jetzt brauche ich noch zwei Mark II Chemical Plants. Oh, das dauert ganz schön lange. Gelegentlich wird ein Sprengstoff weggetragen. Ist das nicht süß? Ja, und hier hapert es tatsächlich am Output. Der Schwefel-Output ist voll. Ich glaube, das ist eigentlich ein wichtigeres Problem, das man mal angehen müsste. Kann man noch irgendwas Cooles mit Schwefel machen? So. Schwefeldioxidgas, Explosives und Nickelcarbonyl. Gesundheit. Was macht man mit Nickelcarbonyl? Ach, Nickel. Okay, verstehe. Schwefeldioxidgas. Daraus macht man Schwefelsäure. Okay. Popping-Licker.
Ich mach mal einen Popping Liquor. Sulfite Popping, Cellulose Pope Brown Liquor. Aha. Da tun sich noch Abgründe auf. Nitric Wastewater. Und dann Sodium Sulfat. Okay. Brauche ich, glaube ich, jetzt nicht so dringend. So, jetzt hänge ich das alles an ein Netzwerk. Ah, ist nicht schlimm. Sagen wir mal so. Beziehungsweise, ich könnte es halt wirklich mal ein bisschen zentralisiert hier hinbauen. Ich reiß das mal kurz ab. Ist ja ein relativ simples System. Abgesehen davon, dass es total wirr gebaut ist. Ja, es ist total wirr gebaut. Genau, dann machen wir das einfach so rum. Dann baue ich das hier hin. Ist ein bisschen simpler. Airfilter. 5? Hatte ich gehofft, dass es 6 werden. Dann machen wir halt noch einen 6. Das hier wird, glaube ich, nicht ausgebaut werden. Auf den Rohre. Achso, Rezept. Na. Okay. Compressed Air, bis zum geht nicht mehr. Das reinigt sich sogar. Ja, 4 Chemical Plants. Kurz überlegen, brauche ich einen Abstand? Ich glaube ja, wegen der Rohre, die ich über Kreuz machen will. Nitrogen Dioxide Gas. Achso, nee, ja, nee, ich will es ja aufsplitten, genau. Ja, ja. Genau. So, den ganzen Sauerstoff, den schnappen wir uns. Es war schön, wieder ein bisschen klassisch was zu machen. Ja, ich muss hier auch irgendwie wieder raus. Den ganzen Stickstoff, den fackeln wir ab. So, ein Airfilter kommt hier noch hin. So, Rezepte hat das Ding noch. Ist jetzt keins. Okay. So, und jetzt müsste das eigentlich alles anfangen zu funktionieren. Das sieht gut aus. Ja. Ja. Das läuft. Noch ein paar Inserter. Kabel. Rohre. Fertig. Dann müssten wir jetzt eigentlich die Schwefelsäureproduktion fast verdoppelt haben. Nein, Wasser fehlt noch. Wasser, 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 Wasser. Wasser. Achso, nein. Wasser. So, jetzt aber. Und das pumpen wir halt direkt hier in den Pressure Tank rein. Ich könnte auch das noch hier ranklemmen, wenn ich so drüber nachdenke. So. Dafür brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Schwefel. Das lasse ich vielleicht sogar erstmal, weil, naja. Nuclear Fuel Reprocessing. Ach ja, ich habe Research Cube aktiviert. Stimmt ja. Das heißt, wir werden jetzt ein paar coole Sachen nebenbei noch erforschen. Cool. Bobmonium ist alle. Das ist nicht so cool. Haben wir noch irgendwo Bobmonium rumliegen?
Ich mach mal hier die Overlays aus. Ja, ja, nee. Ist jetzt nicht so dringend. ist schon, wir brauchen das Zeug, aber es ist jetzt nicht schlimm. Gut, dann hole ich mir Bombonium. Übrigens, nicht Bob, der Bob's Mods macht, hat Bombonium eingeführt, sondern das hat halt Angels sowas eingeführt, ne? Also, Angel, der Macher von Angels Wars, hat da schon einen kleinen Wink gegeben, dass die Mods irgendwie schon zusammengehören. So komplex sie auch sind, definitiv. Also, reines Bob's Mods ist cool, aber mit Angels Wars ist es herausfordernder, aber auch cooler. Noch coolerer. So, und ja, ich reiß die ganzen Bäume und so nicht von Hand ab. Dafür bin ich zu faul. Achso, und die... Ja, das könnte man natürlich auch mal machen. Ich könnte mal das machen, was ich machen wollte, ne? Und das Bogmonium wichtiger? Ja, das können wir noch schnell machen hier. Ich glaube, ich habe sogar schon alles gebaut. Ich muss nur das Rezept auswählen, ne? In der Zwischenzeit könnten die Bots ja schon mal ein bisschen aufräumen hier. Weil das ja ein bisschen dauern wird. Bis die Bots da runtergegurkt sind und den ganzen Käse weggeräumt haben. Okay. Wir haben ja hier noch das Ganze, wir haben ja hier noch einen Haufen leerer oder verbrauchter, ne, haben wir gar nicht, krank. Das ist ja doof, was passiert denn das nochmal? Das Reprocessing, okay, das passiert auch in der Zentrifuge, okay, dann brauche ich noch Concrete. Dreck. Kann mir mal jemand 100 Concrete bringen? Eigentlich 200, ne? Naja, eine reicht. Eine Zentrifuge reicht. Gut, dann machen wir das doch hier unten erstmal mit den... mit dem Bobmonium. Weil, naja, bis das Concrete hier angekommen ist, dauert es auch eine Weile. Da muss ich nur noch gucken, wie ich das ins System schleuse, aber das sollte nicht so schwer sein. Ah, guck mal da. Da liegen ein Haufen Steine rum. Steine sind gut. Steine brauchen wir gerade. Wie viele Mining Drills haben wir wohl im Logistiknetzwerk? 6. Könnt ihr mir die mal bringen? Die ich wahrscheinlich halt mit Bots abgebaut oder... Ja, wahrscheinlich. Dementsprechend sind die da jetzt drin. Hab ich einen Blueprint für Gedönse? Ich glaube ja. Moment. Nein. Nichts kaputt machen. Hier. Das ist ein Blueprint für Minenbau. Würde ich mal sagen. Und ja, das sieht ganz gut aus. Von der Größe her. Machen wir es so rum. Ich glaube, so rum ist besser. So, kleines Problem. Genau, das nicht. Das kann dann auch ins Netzwerk. 54. Wir craften die Dinger schon für Science, ne? Ja, hier. Na dann, ne? Nehmt mir meine Mining Drills ab. Den Rest haben wir schon im Netzwerk. Und das ist ein Blueprint, den habe ich im Vanilla-Game erstellt. Oh, gut, ist er. Aber weil die Entitäten ist, also auch in Bob's Mods existieren, halt Mining Drills und
wie die Powerpoles und Förderband und so. Kann ich die ja auch verwenden? Das ist so cool. Ich finde das cool. Weil ich dann nicht von Hand bauen muss. Ein bisschen schon noch, aber nicht so exorbitant viel. Das ist alles weg, das ist gut. 18 Beton habe ich jetzt in der Tasche. Haben wir nicht mehr genug Beton? Ich gucke jetzt relativ viel in dieses Menü hier. Das ziemlich nützlich ist, wie ich finde. Ich glaube, die sind nur auf der Strecke geblieben. Wo wollte ich hin? Ach ja, ich wollte die Minion Drills mal ins Netzwerk packen. So. Ist ja noch mal in meinem gespeicherten Buch drin. Provider Chest. Zack, zack, zack. Zwei Stacks müssen reichen. Die sind ja auch relativ schnell gecraftet, glaube ich. Oder auch nicht, weil Eisenplatten fehlen tatsächlich. Na. Okay, jetzt müsste er tatsächlich permanent durchcraften. Okay, cool. Ach genau, jetzt fällt mir wieder ein, was ich in die Research Queue eingereiht habe. Im Prinzip Artillerie, damit ich nicht mehr von Hand auf bei der Jagd gehen muss. Auch wenn das manchmal ein ganz netter Zeitvertreib ist, es ist doch irgendwann nervig. Ich würde das jetzt so machen. Oh, jetzt stockt der Rechner. Vielleicht habe ich mich doch zu früh gefreut. Sauer machen hilft gar nicht. Okay, wie schleuse ich jetzt... Wo muss das Bombonium überhaupt hin? Ist eher so die Frage, oder? Wo geht's denn aktuell hin? Okay, es geht hier lang. Und es geht hier rein. Ich glaube, die ganze Bromoniumverarbeitung passiert hier. Das heißt, wir müssten das Bromonium auch irgendwie da hinliefern. Das sollte gar nicht so schwer sein. Ist auch kein weiter Weg. Ich würde jetzt gerne reingucken können, damit ich weiß, wie die Förderbänder liegen. Aber ich schätze mal, ich gehe einfach hier hoch zum Ferrous Ore Process. Und dann gucken wir weiter. Ist ja alles im Netzwerk? Größtenteils, ja. Gut. Lass ich das die Bots machen. Immer schön aufpassen wegen der Züge. Na, guck mal, das kann jetzt alles weg. Ach ja, und das muss ich... Ach nee, muss ich nicht machen. Haha! Ich habe kurz überlegt, ich muss ja noch Mining Drills bauen. Nee, brauche ich ja gar nicht. Die sind jetzt ja im Netzwerk. Schön, schön, schön. So. Genau, das hier kann ich ersetzen. Genau, dann kommen wir hier einfach relativ einfach durch. Ich mache das jetzt mal sehr viel mit den Robots, einfach nur weil es sehr, sehr komfortabel ist. Ich muss nicht auf Förderband warten, wenn es alle geht. Ups, ja gut. Das mache ich mal so, damit ich das sehe, wenn das hier reinkommt. Nicht doof. Ah ne, es ist das unterste von den oberen drei. Ich dachte, ich hätte es ganz, ganz oben angeschlossen. Ah, okay. Wunderbar. Dann ist ja alles okay.
Ich mache das mal ordentlich hier. Hier kann ich nicht mit Robots arbeiten. Ups. Okay. Das müsste da also auch bald anfangen. Jo, hier die Bots machen schon ihre Arbeit. Warum ist das nicht ans... Oh, ich habe hier... Ups. Upsi. Strom gekappt. Jetzt muss das nur noch irgendwie ans Netzwerk, ans Stromnetzwerk angeschlossen werden und dann müsste es eigentlich sofort losgehen. Cool. Rödel. Oh, plötzlich verbrauchen wir sehr, sehr viel Strom. Oder wir produzieren zu wenig. Das könnte auch sein. Ja, weil so wenig Kohle da ist. Das ist jetzt schlecht. Ist Kohle voll? Ich glaube, ich muss hier im Prinzip auch nochmal sowas machen. Also auch so einen fetten Klumpatsch an Mining Drills hinpacken. Ich werde auch mal... das auf Fast Belt upgraden. Und daraus ein Longheaded machen, damit es ein bisschen schöner ist. Passt! Yes! Okay. Noch ist nicht alles im Argen. Aber es kam schon sehr nahe ran. Ja, hier kommt zu wenig Kohle an gerade. Aber da kommt gerade eine dicke Kohlewelle angerollt. Puh. Ich hoffe, wir knacken die 40 Uran 235 Grenze bald. Wenn wir die 40 haben, dann geht's, glaube ich, relativ schnell. Weil dann können wir halt aus dem ganzen überschüssigen 238, was wir haben, relativ zügig. Oh, mir fehlt noch ein Förderband. Können wir das halt alles raffinieren und dann ist alles gut. Aber bis dahin. Sieht ein bisschen dunkel aus. So, mache ich jetzt noch Fast draus? Ich glaube ja. Sind 10 immer. 12. Ups. Also jeweils 6. Ach, so was Doofes. Offset. Flup. Okay, jetzt ist das Förderband wenigstens dicht. So, kommt das Zeug an oder eher nicht so? Nee, eher nicht so, weil ich da noch mehr Underground vergessen habe. Natürlich. Hier hoch, da fehlt noch ein einzelnes Förderband, ein, zwei. Jetzt aber. Nimm mal dreimal gucken. Kohle ist hier auch noch drin. Dann holen wir auch noch Kohle raus, weil die Kohle sammeln wir auf, wenn wir über Steine fahren mit Pfahl. Folge geht schon wieder eine ganze Weile.
Ich glaube, ich mache jetzt mal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schön, nächste Folge wieder ein. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Tag noch.